Wie nutzt man ChatGPT als Letto-Fragengenerator? Der Lehrer stellt einen Auftrag zur Fragengenerierung an ChatGPT. ChatGPT liefert ein XML-Format. Dieses ist wiederum in Letto importierbar. Die Fragen werden vollständig von ChatGPT generiert. In diesem Video zeigen wir, wie es geht. Um ChatGPT als Fragengenerator zu verwenden, gilt es, sich bei ChatGPT anzumelden. In der Anfrageleiste gilt es jetzt, einen Text einzugeben. Dieser Text ist als Vorschlag zu sehen und wird in der Videobeschreibung zum schnellen Kopieren und hier Einfügen für euch vorbereitet sein. Lediglich hier dieser Bereich, der mit mehreren großen X gekennzeichnet ist, gilt es jetzt zu ersetzen durch das jeweilige Themengebiet. Erstelle mir drei Multiple-Choice-Fragen zu beispielsweise Dioden im Moodle XML-Format. Mit Enter bestätigen. ChatGPT generiert die entsprechenden Multiple-Choice-Fragen. Da ich bei meiner Anfrage an ChatGPT keine spezielle Quelle angegeben habe, sucht ChatGPT vollständig selbstständig im Netz. Möchte ich aber das ausschließlich aus einem Skriptum oder ausschließlich von einer bestimmten Internetseite die Fragen erstellt werden, habe ich die Möglichkeit hier mit diesem Klammersymbol eine entsprechende Quelle anzugeben oder aber auch ein Skriptum hochzuladen. Wenn die Fragen erstellt worden sind, habe ich die Möglichkeit hier mit Code kopieren den vollständigen generierten Code in den Zwischenspeicher zu legen. Der generierte Code aus dem Zwischenspeicher kann in einem beliebigen Editor jetzt mit STRG-V eingefügt werden. Danach gilt es, dieses File abzuspeichern. Ich wähle den Namen importdiode.xml. Um die generierten Daten des XML-Files in Letto zu importieren, wähle ich nach erfolgreicher Anmeldung am Letto-System Beispiele editieren. Im Bereich Datenimportdiode möchte ich die Daten, sprich die Fragen, einfügen. Ich wähle an dieser Stelle rechte Maustaste Import, Datenimport. Jetzt gilt es, das entsprechende XML-File zu wählen. Die Daten sind jetzt erfolgreich importiert. Hier im Bereich Diode finde ich einen Ordner mit den drei importierten Fragen. Die Fragen, ausschließlich von ChatGPT generiert, lauten wie folgt. Welche der folgenden Aussagen sind Eigenschaften von Dioden? Abonniere diesen Kanal jetzt und bleib auf dem Laufenden.